Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Workshop. Ich bin Jakub und heute geht es um unseren neuen 3D-Drucker und um 3D-Druck in zwei Farben. Heute Thema 3D-Druck und Vorstellung von unserem neuen 3D-Drucker. Da sieht man den. Es ist ein BCN 3D Epsilon W50. Eine ganz schöne Maschine. Wie man sieht, auch deutlich größer als die, die wir hier sonst haben. Auch von der gleichen Firma, Sigmax und Sigma, die ihr vielleicht von den letzten Workshops kennen könnt. Und ja, die sind sich sehr ähnlich. Der größte Unterschied ist die Größe und dann auch dieses geschlossene Gehäuse, die dieser Drucker hat. Mehr oder weniger ist dann alles gleich wie bei den anderen, aber ein paar Unterschiede werden wir uns gleich anschauen. Also das ist das Erste, was wir heute machen, und dann zeige ich euch, wie man vorgeht, um irgendein Modell in zwei Farben, das heißt mit beiden Druckköpfen ausdrucken zu können und zum Beispiel so eine Vase, die zweifarbig ist, drucken kann. Den Drucker werden wir uns dann gleich ein bisschen genauer anschauen, aber jetzt möchte ich beschreiben, wie man eigentlich vorgehen soll, wenn man ein zweifarbiges Modell ausdrucken möchte. In erster Linie muss man ein Modell haben. Logisch werden wir gleich mit zum Beispiel Shaper 3D erstellen, der eigentlich aus zwei Teilen besteht. Also zwei Teile, die aufeinander genau angepasst sind. Das heißt, man kann genau sagen, wie sie eigentlich angeordnet sein müssen. Das ist ganz wichtig. Man kann das nicht nur mit Shaper 3D, sondern auch mit SolidWorks oder einem anderen CAD-Programm entwerfen. Das ist das Erste. Danach im Slicer schauen wir uns an, wie man das einstellt, welches Teil mit welchem Extruder eigentlich gedruckt wird. Das ist das Nächste. Und dann muss man den Drucker so einstellen, dass die Achsen so kalibriert sind, damit wirklich jeder Druckkopf auf genau dem Punkt druckt, wo auch der andere, damit die wirklich aufeinander angepasst sind. Das sind die wichtigen Sachen und die werden wir uns auch nacheinander anschauen. Und wir fangen mit dem 3D-Modell an, das wir dann im Shaper 3D entwerfen. Hier habe ich mein iPad genommen, darauf die App Shaper 3D, wie ihr vielleicht von unseren vorigen Workshops schon wisst. Eine super schöne CAD-App. Wie gesagt, es gab schon zwei Workshops dazu, also falls ihr wissen wollt, was ich da jetzt genau mache, ich werde zwar ein bisschen was erzählen, aber nicht alles, dann schaut gerne unsere weiteren Videos an, da haben wir schon alles zu diesem Programm erzählt. Ich werde jetzt einfach so eine Skizze machen und der Plan ist da, so einen coolen zweifarbigen Stiftehalter zu entwerfen. Genau, so haben wir da jetzt eine Fläche, können wir ein bisschen anpassen und uns die Größe davon angucken und anpassen. Das sind jetzt genau 12 mm, das wäre ein bisschen zu wenig, kann man das ja noch vergrößern. Genau, und verschieben, dass das dann unsere Achsen nicht zudeckt. So sind es dann 4 cm, wir können es noch ein bisschen vergrößern. So wird es dann, glaube ich, schon passen. Genau hier können wir die Form noch ein bisschen verändern. Ich habe es mit Absicht genauso unregelmäßig gemacht, damit das dann entsprechend cool aussieht. Genau, die Linie können wir löschen. Und das Einzige, was wir jetzt machen, wir nehmen diese Fläche und werden sie einfach kopieren und nach oben verschieben. Dann ändern wir die Größe davon, nur ganz bisschen,
und werden sie dann noch um ein paar Grad drehen. Und mal schauen, was da rauskommt. Das gleiche machen wir noch einmal. Und wir drehen nochmal und skalieren dann noch ein bisschen, damit es wieder größer ist. Und jetzt nehmen wir einfach nur die Loft-Funktion, können wir das hier so verbinden. Und hier sehen wir schon die Form. Und wie man sehen kann, ist die, glaube ich, ganz cool. Und mit dem Gehäuse-Tool können wir dann das entsprechend hohl machen. Also wir nehmen Wanddicke 1 mm und so sieht es dann aus. Eine ganz witzige Form. Hier die Skizzierebenen können wir vorerst ausblenden. Genau, und jetzt werden wir das so einstellen, dass wir eigentlich dieses Objekt in zwei aufteilen und die werden dann in zwei verschiedenen Farben gedruckt. Dafür gehen wir hier in die vordere Ansicht. Genau, dann muss ich das machen, dass ich dann sozusagen das Objekt dupliziere. Es gibt mehrere Wege dafür. Ich mache das jetzt. Entschuldigung. Ich mache das jetzt so. Dann haben wir zwei identische Objekte übereinander. Eins können wir ausblenden und ich habe mir da so eine Konstruktionsebene vorbereitet. Und die ermöglicht mir dann direkt vor dem Objekt zu zeichnen. Ich mache hier so ein Rechteck und dazu noch so ein Spline, was dann sozusagen durch unseren Stiftehalter dann so durchgeht. So kann es beispielsweise aussehen. Zum Beispiel so. So, und jetzt machen wir nichts anderes, als dass wir mit der Ebene werden wir sozusagen hier den Stiftehalter so zerschneiden. Das wird entfernt und von der anderen Kopie genau andersrum. Entschuldigung, müssen wir ausblenden. Hier haben wir dann das zweite und dann nehmen wir die andere Ebene und schneiden den Rest weg. Genau, jetzt können wir die Skizzierebene und die Konstruktionsebene ausblenden und die anderen Teile wieder einblenden. Jetzt haben wir da drei Körper, drei Objekte, die dann insgesamt wieder unseren Stiftehalter bilden. Jetzt können wir noch die Farben anpassen. Ich habe ja gesagt, wir nehmen einmal so dunkelblau, das sieht dann ungefähr so aus. Und dann nehmen wir einmal so neonorange und so wird es dann am Ende aussehen. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist die einzelnen Objekte. Als drei, jetzt haben wir eigentlich drei, also das, Entschuldigung, das hier ist das eine, das ist das zweite und das ist das dritte Objekt. Die müssen wir einzeln speichern und dann als STL-Datei in einem Slicer öffnen. Das macht man einfach hier einzeln exportieren für 3D-Druck. Und dann kann man das über Google Drive oder einfach USB-Stick in einen Slicer auf einem Computer übertragen. Hier sehen wir die Oberfläche von unserem Slicer. Und wir benutzen, wie schon bei vorigen Workshops, BCN 3D Cura. Und wählen hier den Drucker Epsilon
wie 50. Genau, und jetzt brauchen wir einfach nur unsere drei Dateien. Und die ziehen wir nacheinander in dieses Fenster rüber. Kira mag das aus irgendeinem Grund nicht, wenn das alles auf einmal gemacht wird. Genau, und hier sehen wir unsere drei Teile. Ja, und bevor wir die zusammen verbinden werden, müssen wir sagen, welcher Teil mit welchem Extruder, das heißt mit welcher Farbe gedruckt werden soll. Jetzt sind die vorerst auf die gleiche eingestellt und wir haben das mit Shaper so eingestellt, dass wir die beiden, die äußeren Teile mit dunkelblau drucken werden. Das ist dann der linke Extruder. Das heißt, dass es hier schon übereinstimmt. Und den mittleren Teil dann mit dem rechten, wo danach später die orange Farbe, das orange Filament reingeladen wird. Und das müssen wir uns jetzt schon überlegen. Das heißt, wir wählen das mittlere Stück aus und sagen, dass es mit Extruder Right gedruckt wird. Und ich habe da auch schon die Farbe genau angepasst, sodass wir uns vorstellen können, wie das aussehen soll. Jetzt kommt dieser Trick, damit wir die drei miteinander verbinden. Und das macht man so, man markiert mit der Umschalttaste und mit einem Mausklick alle drei und dann mit rechter Maustaste und Merge Models, also Modelle verbinden, sieht man dann, werden die so zu einem verbunden. Aus irgendeinem Grund ist es jetzt nach unten verrutscht, das macht aber nichts, wir können das ja so anpassen und da sieht man schon unser fertiges Modell. Nicht wundern, dass es dazu dieses Rechteck gibt, werde ich gleich erklären, warum das so ist. Und hier kann man noch die Einstellungen überprüfen. Sieht alles sehr schön aus. Hier auch. Genau. Dann gehen wir auf Prepare und schauen, wie es am Ende aussehen wird und wie lange der Druck dauert. Hier steht dann 4 Stunden 42 Minuten. Bei Layer View sehen wir es dann noch besser. So wird es dann aussehen. Und hier hinten der Turm, den gibt es dafür, dass eigentlich die Qualität verbessert wird und damit es eigentlich keine leeren Stellen an den Grenzen zwischen den Farben gibt. Das heißt, zum Beispiel der blaue Extruder, der fährt hier lang in der ersten Schicht, also in dieser Schicht zum Beispiel, macht hier Schluss und erst dann übernimmt es der andere. Und ja, es dauert manchmal, bis hier wirklich tatsächlich was aus der Düse rauskommt. Und dafür gibt es diesen Turm, dass hier eigentlich schon eine Schicht gedruckt wird. Dann ist der schon vorbereitet und kann hier eigentlich direkt weitermachen. Das heißt, damit die Qualität einfach besser wird, gibt es zusätzlich noch immer so einen Turm, damit dann die einzelnen Extruder und Hot Ends kalibriert werden. Genau. Dann würde ich sagen, nachdem wir alles überprüft haben, Entschuldigung, ja, es gab hier kurz einen Fehler. Werden wir das dann auf unsere SD-Karte speichern und dann schauen wir uns an, was man noch mit dem Drucker machen muss, damit dann der Druck am Ende klappt. Mit der Software sind wir an sich fertig und damit ist unsere Datei vorbereitet. Man geht hier auf Save to Removable Drive und jetzt können wir dann gleich schon zum Drucker gehen.
So, jetzt sind wir mit dem Modell fertig, haben mit Shaper 3D das Modell in zwei Teile geteilt, gespeichert und hier mit der SD-Karte zum Drucker gebracht. Und bevor wir mit dem tatsächlichen Druck anfangen können, müssen wir drei Sachen noch beachten. Das erste ist natürlich Filament laden in den Farben, in denen wir uns das vorgestellt haben. Wie wir das im Shaper schon gesehen haben, habe ich mir dunkelblau und so eine neon-orange Farbe ausgewählt. Wie man sehen kann, dunkelblau ist schon hier geladen. Und jetzt bleibt noch übrig, das orange Filament zu laden. Also das ist das erste. Dann Heizbett leveln, sodass das gerade ist. Ist eigentlich ganz simpel und ähnlich wie bei den anderen Druckern, wie ihr vielleicht schon in anderen Workshops gesehen habt. Und das letzte ist, was wir noch nie gemacht haben, sind Achsen kalibrieren, sodass die dann wirklich aufeinander angepasst sind. Um neues Filament laden zu können, müssen wir hier auf dem Display einfach Dienstprogramme, wie man sehen kann, der erste Unterschied zwischen Epsilon und unseren anderen W10 3D-Druckern ist, dass das hier auf Deutsch steht, nicht nur auf Englisch. Und dann geht man hier auf Filament laden und dann wählt man entweder den linken oder den rechten Extruder. Bei uns ist das in diesem Fall der rechte. Beim linken ist es genau das gleiche, da haben wir schon das blaue Filament. Hier wählt man dann einfach das Material. Wir drucken im WinLab überwiegend mit PLA und heute ist es tatsächlich der Fall. Also man geht hier einfach auf PLA. Hier wieder seine Verbesserung, die es bei dem neuen Drucker gibt, dass es da auch so ein paar Tipps oder Grundinformationen dazu gibt. Die sind für uns jetzt aber nicht so wichtig, weil wir schon im Slicer alles eingestellt haben und gehen dann einfach auf Laden. Und jetzt muss man das Filament tatsächlich laden und das machen wir jetzt eigentlich von der hinteren Seite des Druckers. Genau, das ist auch so ein Unterschied zu den anderen Druckern. Hier kann man tatsächlich auch von der hinteren Seite, also entweder kommt das Filament rein, wie bei dem blauen, wie man das sehen konnte, oder man kann es direkt, das lohnt sich vor allem, wenn man so eine größere Rolle hat, die nicht in das Gehäuse reinpasst, kann man das auch hier direkt von hinten laden. Und das ist ganz einfach. Hier ist das Filament, was wir haben wollen. Und hier, wenn man jetzt ein bisschen genauer schaut, kann man das da gleich reinsetzen. Und was bei dem Drucker auch so toll ist, da ist dann so ein Sensor, was dann erkennt, dass das Filament schon drinnen ist und wird das dann von sich alleine gleich reinziehen. Dann gehen wir jetzt wieder nach vorne. So, wie man sehen kann, kommt hier schon das Filament aus der Düse aus. Genau, und hier dann auf dem Display kann man dann einfach auf fertig gehen, wenn man sieht, dass Filament aus der Düse kommt, wie hier steht. Fertig und nochmal auf fertig. Genau, hier werden wir vorerst auf Überspringen tippen, dann auf Erfolg, aber wir machen genau das, was uns eigentlich der Drucker schon vorgeschlagen hat, und zwar die Achsen kalibrieren. Aber davor noch Bett. Das Heizbett zu nivellieren ist an sich super einfach, wie bei den anderen Druckern. Und der Drucker sagt uns eigentlich alles, was wir tun müssen. Hier gehen wir einfach auf Dienstprogramme, dann auf Kalibrierung und Kalibrierung der Bauplatte. Dann auf Weiter und ab dem Punkt macht der Drucker eigentlich alles alleine und wird dann einfach die Höhe von dem Heizbett an verschiedenen Stellen dann messen und uns dann sagen, wo wir hier eigentlich noch nachstellen müssen.
So, jetzt sieht man auf dem Display, dass unser Heizbett eigentlich ganz gut nivelliert ist. Wir müssen bei der linken Schraube eigentlich nur ganz leicht nach links drehen. Also so. Man sieht da auch die einzelnen Striche. Wir gehen eigentlich nur einmal nach links. Und bei dem rechten sind es zwei Striche nach links. Also eins, zwei. Man kann dann, wenn man wirklich super genau nivelliertes Heizbett braucht, das alles nochmal wiederholen, nochmal überprüfen. Aber ich glaube, für uns reicht das schon. Also gehen wir hier einfach auf Weiter und auf Überspringen. Und wir fangen gleich mit dem nächsten Schritt an und das ist dann Achsenkalibrierung. Und hier gehen wir dann auf Weiter und fangen mit dem linken Extruder an und gehen auf Kalibrieren. Man hat da gesehen, es handelt sich um die Z-Achse. Der Drucker hat drei Achsen, wie in einem normalen Koordinatensystem. Z-Achse ist dann die Hochachse, also was eigentlich dann die Bewegung der Bauplatte darstellt. X ist dann die Bewegung und Y ist dann die. Wir werden uns eigentlich alle anschauen. Aber an sich ist das Verfahren bei jeder Achse gleich und ich zeige deshalb nur ein paar davon, nicht alles, weil es dann zu langweilig werden könnte. Also jetzt Z-Achse und der Drucker macht eigentlich alles alleine. Muss zuerst aufgeheizt werden und dann schauen wir weiter. Hier zeigt uns der Drucker den nächsten Schritt an. Und zwar, dass wir jetzt das Hotend nur kurz abputzen sollen. Das kann man einfach so, entweder mit einer Bürste oder so mit einem Stück Papier machen. Einfach vorsichtig sein, es ist wirklich sehr heiß. Also nicht, dass man sich da verbrennt. Genau, dann geht man zum nächsten Schritt, also auf Weiter und dann wartet man. Jetzt sagt es uns, dass wir das Heizbett mit einem Klebestift oder mit einem Spray, was dann die Haftung verbessert, beschichten sollen. Das habe ich schon davor gemacht und deshalb können wir das jetzt überspringen. Wir gehen auf Weiter. Und jetzt kommt eigentlich das Wichtigste, weil man eigentlich die sogenannte erste Schicht oder First Layer auf Englisch einstellen muss. Das heißt, den Abstand von der Düse, also von dem Hotend zum Heizbett. Und das ist sehr wichtig, weil viele Probleme sind auf die erste Schicht zurückzuführen, weil wenn es dann zu weit weg ist, dann hält es auf dem Heizbett nicht so gut, also haftet es nicht. Aber das habe ich eigentlich schon beim letzten Workshop, den ihr auf unserem YouTube-Kanal findet, heißt Tipps und Tricks für den perfekten 3D-Druck. Also kann ich nur empfehlen, könnt ihr da gerne reinschauen. Und hier kommen wir schon zum nächsten Schritt, und zwar den tatsächlichen Abstand einstellen. Dafür braucht man diese Kalibrierungsplatte oder wie man das nennen kann. Und das dient genau dafür, was ich jetzt gesagt habe, dass man damit den Abstand einstellen kann. Was man hier macht, ist einfach hier zwischen das Hotend und das Heizbett das reinzulegen. Und dann hier auf dem Display den Abstand des Heizbetts dann zu verringern, bis man eine Reibung spürt. Das heißt, ich tippe gerade auf dem Display auf den Pfeil nach oben, dass das Heizbett nach oben fahren soll. Und dabei bewege ich gleichzeitig diese Platte. Und jetzt spüre ich schon ein bisschen Widerstand und genau so soll es sein. Sobald man spürt, dass da ein Widerstand ist, dann
kann man hier auf Akzeptieren gehen. Und danach macht der Drucker so seinen Testdruck und damit wird dann noch gezeigt, ob wir alles richtig gemacht haben. So, hier haben wir unseren Testdruck. Ja, und was der macht, ist, dass er bei verschiedenen Abständen, also nicht nur das, was wir eingestellt haben, sondern der variiert es dann noch, diese 5 Linien gedruckt hat. Und hier sieht man bei der ganz linken, dass es schon zu nah ist. Hier bei der ganz rechten ist es, glaube ich, schon zu weit. Also ich würde eigentlich die zweite Linie von rechts nehmen. Und genau das kann man dann auf dem Display auswählen, welche Linie dann am besten war. Und in unserem Fall ist es dann die Nummer 4. Geht man auf Akzeptieren und genau so geht man auch beim rechten Extruder vor. Also man geht auf Kalibrieren und das Verfahren ist eigentlich genau identisch. So, die Z-Achsen sind kalibriert, jetzt bleibt nur noch X- und Y-Achse übrig und da geht es nur darum, dass man sagt, ob die beiden Achsen sozusagen übereinander liegen und wenn man sagt, dass der Drucker mit dem rechten oder linken Extruder einen Punkt drucken soll und den gleichen Punkt auch mit der anderen Achse, dann oder mit einem anderen Druckkopf, dann sollten die Punkte genau übereinstimmen. Das ist, was diese Kalibrierung macht und das machen wir dann jetzt noch. So, jetzt steht hier X-Achsen-Kalibrierung. Genau das wollen wir. Wir gehen hier auf Kalibrieren. Jetzt können wir tatsächlich unser Heizbett ganz leicht mit diesem Spray ein bisschen besprühen, damit es besser haftet und dann geht man auch weiter und in diesem Fall muss man nichts anderes machen, als einfach nur warten, bis der Drucker alles erledigt hat. So, hier sehen wir den Testdruck für die X-Achse und da geht es darum, dass man beurteilen soll, wo diese Linien mit dem linken und rechten Extruder eigentlich übereinstimmen. In diesem Fall würde ich sagen, ist es die da, das heißt, eigentlich sieht man da keine Verschiebung zwischen den beiden und das ist dann die 1, 2, 3, die vierte von rechts. Und das müssen wir dann einfach wieder auf dem Display auswählen. In diesem Fall 1, 2, 3, 4, die 7. Wir gehen auf Akzeptieren. Und das Gleiche wird jetzt noch mit der Y-Achse gemacht. Und jetzt sind wir für den Druck vorbereitet und den werde ich jetzt auch starten. Den Druck startet man so, dass man hier auf Drucken geht, dann findet man die Datei unter dem Namen, unter der man die gespeichert hat. Und in unserem Fall war das Stiftehalter Two Colors. Geht man darauf, dann auf Akzeptieren und dann kann man nur noch genießen, wie das der Drucker alles macht.
So, ihr habt gesehen, wie einfach es eigentlich ist, so ein Modell in zwei Farben zu drucken. Und dabei habt ihr auch unseren neuen sehr schönen 3D-Drucker kennengelernt und gesehen, was er alles kann und was alles damit möglich ist. Das war es für heute und ich freue mich auf euch bei nächsten Workshops und vielleicht auch bald vor Ort, weil wir jetzt auch Workshops hier vor Ort im WinLab anbieten. Mehr dazu findet ihr entweder auf unserem Instagram-Kanal oder auf unserer Webseite. Wir sehen uns. Tschüss! Geht es um unseren neuen 3D-Drucker und 3D-Druck. Dann gehen wir jetzt wieder nach vorne. Über 3D entwerfen.